So, schönen guten Tag, Hans-Jürgen Müller aus Bayern. Wie er sagt, Morgen. morgen, ja, wie gesagt, heute ist der 1. August und wir haben gehört, dass du heute ins Getümmel dich wagen willst, unten in der sogenannten Corona-Krise. Sag mal dazu, wie denkst du, den heutigen Tag zu verbringen? Wie willst du den heute und was gedenkst du heute zu machen? Also ganz klar, Flagge zu zeigen. Wir leben ja angeblich in einer Demokratie. Das soll ja heißen Herrschaft des Volkes. Und dem Volk wird gerade ziemlich übel mitgespielt über die Corona-Zwangsmaßnahmen. Und deswegen ist meine Einstellung, wer als Bundestagsabgeordneter seinen Beruf ernst nimmt, sitzt eben nicht nur im Parlament rum, sondern geht dann auf die Straße und stellt sich auf die Seite des Volkes, wenn das Volk von der Staatsmacht unterdrückt wird. Und im Moment wird, wie gesagt, sehr viel mit der Corona-Schindluder getrieben, sage ich mal. Wie lange wird das noch andauern? Wie gesagt, Gerüchten zufolge soll es ja über mehrere Jahre gehen. Und ich glaube, die Geduld der Bevölkerung ist irgendwann auch am Ende, weil die Gängelung ist ja immer noch weiter. Ja. Und Also, ich habe jetzt auch ganz bewusst das Wort unterdrückt verwendet, weil im Infektionsschutzgesetz ist ganz klar geregelt, dass bei Epidemien, also erstens mal muss da eine Epidemie vorliegen, dass man die Kranken isolieren darf und die Krankheitsüberträger. Es steht nirgendwo im Infektionsschutzgesetz drin, dass man ein ganzes Volk hier unter Zwangsmaßnahmen setzen darf. Berufsverbote faktisch, weil also anders war der Shutdown nicht. Ja, man nimmt den Leuten die Möglichkeit, ihr Geld selbst zu verdienen. Man zwingt sie, diesen entwürdigenden Maulkorb sich ins Gesicht zu schnallen. Also das Wort Maske wird mir nicht über den Mund kommen. Und das sind ganz klare Unterdrückungsmaßnahmen. Und wie du gerade gesagt hast, sollen die ja nochmal verlängert und nochmal verlängert werden. Und die Frage ist halt, wegen was? Das Infektionsschutzgesetz ist auch nur dann anwendbar, wenn eine Epidemie vorliegt. Ich wüsste jetzt nicht, wo Corona oder Covid-19 eine Epidemie sein soll. Dahinter steht ja ein richtig schöner Betrug. Die Weltgesundheitsorganisation, die definiert Pandemien, also weltweite Epidemien. Und Pandemie war eigentlich immer und auch völlig logisch da, wo die Leute wirklich sterben wie die Fliegen. Pest im Mittelalter. Das sind Pandemien. Wir wissen inzwischen, dass, was die Sterblichkeit betrifft und auch was die Symptomatik betrifft, Corona eine schwere Grippe ist. Und man kam da auch noch niemand auf die Idee, Grippen, die es jedes Jahr im Winter gibt und im Herbst, zu Pandemien zu erklären oder zu Epidemien. Eine Grippe ist schlimm, den es betrifft, ist ja klar, ich möchte es auch nicht haben. Und das ist aber keine Pandemie und keine Epidemie. Man hat also bei der Weltgesundheitsorganisation Corona einfach fälschlicherweise falsch bezeichnet. Und aufgrund dieser Falschbezeichnung werden hier Grundrechte außer Kraft gesetzt und wird das Volk unterdrückt. Also kann ich nur sagen, jeder Abgeordnete, der seinen Job ernst nimmt, auf die Straße zum Volk und dem Volk beistehen. ja, wie gesagt, durch diese Corona-Sache werden viele Leute so in Kurzarbeit getrieben. Viele Betriebe nutzen das natürlich dann auch aus. Und da wurde eine Frage gestellt, wie eine vierköpfige Familie mit nicht mal 2000 Euro netto im Monat über die Runden kommen soll. Ja, wie gesagt, mit Thema Kurzarbeit, dass eben halt am Ende der Steuererklärung, dass man da vielleicht halt noch nachzahlen muss. Wie verhält sich das da? Wie kann man da irgendwo seitens der Regierung da etwas nach fordern? Also das Kind ist dadurch in den Brunnen gefallen, indem man die Wirtschaft abgewürgt hat, indem man die Leute in die Kurzarbeit und nach Hause geschickt hat, damit eben das böse Virus nicht übertragen werden kann. Wir haben in Deutschland, gibt es so eine Daumenregel, circa 40 Millionen Arbeitsplätze und 10 Millionen sind in Kurzarbeit, also jeder Vierte. Das ist hammerhart und nach unseren Einschätzungen hat man den Leuten noch gar nicht die Wahrheit gesagt. Von diesen 10 Millionen Kurzarbeitern sind wohl 8 Millionen in die ewige Arbeitslosigkeit geschickt worden. Da kommen ganz wenige nur zurück, weil die Wirtschaft so nachhaltig kaputt gemacht worden ist durch das Abwürgen, das ist jetzt das deutsche Wort für den Shutdown oder Lockdown, dass ja, unser Land einfach fertig ist. Wir können das dann, wenn also dann jeder 20% aller Arbeitsplätze weg sind, unwiederbringlich. Dann fehlen doch auch die Beitragszahler. Wie wollen sie dann überhaupt noch einen Sozialstaat erhalten?
Ja, und dann müssten, was Sie gerade sagen oder was du gerade sagst, dann müssten die Steuern dermaßen exorbitant angehoben werden, weil wenn dann 20% auf ewig wechselnde Arbeitsplätze, dann sind nur noch 80% übrig. Die zahlen schon die Höchststeuersätze weltweit und gerade die kleinen, die unteren Einkommensgruppen. Weil man muss ja auch die Sozialabgaben sehen. Das ist ja auch wie Steuern, das ist auch alles weg vom Brutto. Also das ist, ja, das Ding ist, die Wirtschaft ist kaputt gemacht worden und die kann sich davon auch nicht mehr erholen. Nein, weil ich sagte, sagtest in einem anderen Gespräch, dass wir das zweitärmste Volk Europas sind und dass wir... Also was das Vermögen betrifft, das zweitärmste Volk Westeuropas, nur den Portugiesen geht es dreckiger. Also gerade die Spanier, die Italiener und die Griechen, die wir alle retten sollen vom deutschen Steuergeld, die haben dreimal so viel Vermögen wie der normale Deutsche. Da ist doch was faul. Und du sagst es ja auch als Volkswirt, wir müssen ja auch unsere Industrie auch ins Land bringen und nicht außerhalb alles lassen, so wie zum Beispiel die Masken, die wir aus anderen Ländern bekommen haben. Warum haben wir die nicht selber hergestellt? Oder viele andere Sachen, die wir auch hätten selber herstellen können im eigenen Land, wo wir eben halt, wie gesagt, den Unternehmen auch unter die Arme greifen und die Steuern zum Beispiel, auch ein ganz wichtiges Thema, die Steuern, wie gesagt, auch mit den Steuern endlich irgendwas zu machen, um das Volk eben halt nicht da so der großen Steuerlast auszusetzen. Und die Betriebe sozusagen auch wieder zurückzubringen, dass sie nicht halt ins Ausland abwandern, weil uns fehlt der Schwieger ist. Also man muss natürlich jetzt schon sagen, man kann natürlich keine zeitliche oder Uhr zurückdrehen. Das hat noch nie funktioniert in der Geschichte. Also wir können jetzt nicht sagen, wir wollen zurück ins 19. Jahrhundert, wo es eigentlich kaum Export oder kaum Welthandel gab. Das wird nicht funktionieren. Also wir können die Sachen, die zu lösen sind, nur lösen unter reellen Bedingungen. Und die reellen Bedingungen sind, und das muss ich sagen, das hat der Donald Trump eigentlich ganz gut vorgemacht. Deswegen steht er so unter Beschuss und wird verleumdet und so weiter, das kennen wir alles. Er hat in keinster Weise den Welthandel oder den Anteil der Vereinigten Staaten am Welthandel irgendwie eingeschränkt. Das hat er eben nicht gemacht. Also man kann die Uhr nicht zurückdrehen, das sollten wir schon Realisten sein. Sondern der hat einfach nur gesagt, ich setze Anreize. Und das ist ein marktwirtschaftliches Herangehen. Der Trump hat einfach gesagt, ich setze Anreize. Wer zu Hause produziert, zahlt halt weniger Steuern, als wer auswärts produziert und das dann ins Land importiert. Also durch Anreizsetzung bringen wir die Produktionen zurück. Jetzt nicht einfach durch Türen zumachen, das funktioniert nicht. Gut, wie steht eigentlich Ihre persönliche Meinung zu Herrn Putin und zu Herrn Trump, wenn es möglich ist? Wer ist, ich meine, man muss ja sich entscheiden, Hü oder Hot, und warum ist unsere Bundesregierung so gegen Putin? Also wir waren ja früher mal ein geteiltes Land, wie gesagt DDR, BRD, und da war doch der Bruderkampf, und wir konnten von unserem großen Bruder Sowjetunion lernen, und jetzt auf einmal ist es halt der Böse. Also da muss ich sagen, da verstehen viele Zuschauer verstehen es einfach nicht, dass eben halt so dermaßen da dagegen indoktriniert wird, gerade gegen Putin, zwecks Annexion der Krim und... Also, das sind jetzt verschiedene Dinge. Also zuerst einmal, ich kriege die Frage natürlich öfter gestellt und ich gebe Ihnen meine Antwort darauf. Stellen mir bitte noch einen dritten Namen daneben. Neben Putin und Trump stellen mir bitte den Namen Bismarck. Wir sind Deutsche. Wir müssen schauen, dass wir an der Spitze unseres Staates Leute haben, die unsere Interessen vertreten. Das ist ausschlaggebend. Wir brauchen deutsche Politiker, die deutsche Interessen vertreten. Das hat ja seit dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, so gar nicht mehr groß stattgefunden. Und insofern habe ich den Herrn Bismarck jetzt in die Reihe reingebracht. Und das ist das, was Bismarck mit Putin und Trump gemein hat. Putin ist ein russischer Patriot, der schaut, was er für sein Land erreichen kann. Trump ist ein amerikanischer Patriot, der schaut, was er für sein Land erreichen kann. Und ich sehe weit und breit keine deutschen Politiker, die irgendetwas für ihr Land überhaupt erreichen wollen. Die sind doch beseelt vom deutschen Selbsthass, das eigene Land zu zerstören. Und so wie so ein Stück Zucker in diesem Kaffee in einem amorphen europäischen irgendwas aufzulösen. Das ist das Grundproblem. Deswegen habe ich den Namen Bismarck jetzt reingebracht, dass ein Herr Trump knallharte amerikanische Interessen vertritt, finde ich gut aus seiner Sicht. Und dass ein Herr Putin knallhart russische Interessen vertritt, finde ich gut auch aus russischer Sicht. Und wir sollen jetzt endlich mal schauen, dass wir wieder einen Bismarck finden, der endlich wieder mal knallhart deutsche Interessen aus deutscher Sicht vertritt.
Ja, denn wie gesagt, wurde uns zugeteilt, dass das Geld auf den Banken und Sparkassen bei einer möglichen Rezession, wie gesagt, die drucken ja hier Geld und Geld und verschenken Geld in aller Herren Länder. Und zu einer möglichen Rezession wird es dann wahrscheinlich doch irgendwann kommen, wenn nicht Einhalt geboten wird. Wie werden die Banken wieder unterstützt und wird der kleine Sparer außen vor gelassen? Oder was soll der kleine Sparer eigentlich machen mit Ja, seinen paar... gut, das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Die Rezession, die wir haben, hat nichts zum Gelddrucken zu tun. Die Rezession, die wir haben, oder dass die Rezession zu spät kommt, hat schon was mit Gelddrucken zu tun. Also wir haben normalerweise, also eine Wirtschaft, die normal funktioniert, normal, die hat Aufschwünge, Abschwünge, Aufschwünge, Abschwünge. Das ist aber normal. Schauen wir doch, wir sind Menschen. Ja, wir sind doch auch nicht immer gleich lustig oder gleich traurig. Ja, da sind wir mal gut drauf, dann sind wir schlecht drauf. Also dieses Auf und Ab ist der natürliche Kreislauf des Lebens. Sowohl was uns Menschen betrifft, unsere Stimmungslagen, das gilt genauso für die Wirtschaft. Eine Wirtschaft, die funktioniert, die geht mal nach oben, mal nach unten, mal nach oben, mal nach unten. Und dadurch, dass sie sich nach oben, nach unten entwickelt, kann sie sich langfristig insgesamt nach oben entwickeln. Das ist eine gesunde Wirtschaft. Wir haben eine komplette kranke Wirtschaft, das kommt vom Gelddrucken. Weil man hat ja der Illusion nachgehangen, es dürfte immer nur Aufschwünge geben, aber nie einen Abschwung. Und dieses Gelddrucken hat dazu geführt, dass kreditbasiert, also ohne reelle Basis, nicht einmal auf Sand gebaut, auf Luft nicht gebaut, so muss man sagen, hat man durch diese Kreditexpansion, durch das Gelddrucken dafür schon gesorgt, dass diese Abschwünge nicht so zu spüren war, dass es immer mehr nach oben gegangen ist. Aber die Wirtschaft lässt sich ja nicht betrügen im Endeffekt. Das heißt, was uns jetzt nicht nur bevorsteht, sondern wo wir jetzt schon drin sind, ist ein wahnsinniger Abbruch nach unten. Wenn man die Wirtschaft sich normal hätte entwickeln lassen, rauf, runter, aber insgesamt nach oben. Jetzt war es rauf, rauf, rein durch dieses Falschgeld, durch dieses Kreditgeld befeuert und da sind wir jetzt am Ende und wir rauschen nach unten. Das hat mir Dr. Markus Krall, hat mir das gesagt, der auch sehr bekannt ist. Der hat gesagt, wir leben in der größten Wirtschaftskrise seit 1706 auf diesem Planeten. Jetzt wissen die Leute gar nicht, was da war. Wir wissen alle, 1929, 30, Weltwirtschaftskrise, da kamen die Nationalsozialisten nach oben, weil es den Leuten so dreckig ging. Und 1923 hatten wir die Hyperinflation, die komplette Verarmung des deutschen Volkes. Und der Herr Krall sagt, was jetzt kommt, ist schlimmer. Also auf was wir uns da einstellen können. Und das ist natürlich schon herausgezögert worden durch dieses ewige Gelddrucken, durch diese Schuldenbasierte. Und diese ganzen Rettungspakete, um Gottes Willen jetzt für Corona, auch wieder nur schuldenbasiert. Das Ende wird immer schlimmer. So, dann kommen wir noch zu einer Frage, wie gesagt, gibt es in Deutschland eigentlich gar keinen Volksentscheid wie in der Schweiz? Und wäre es nicht langsam an der Zeit, im Grundgesetz diesen Volksentscheid einzufügen? In Berlin wurde ja der Volksentscheid 1974 aus der Verfassung getilgt. Warum eigentlich? Tja, wollen wir es wirklich zulassen, dass wir keinen Volksentscheid haben, dass wir dass der Souverän enthält? Das ist ja also das, also wir haben im Grundgesetz etwas Interessantes stehen. Das Volk zeigt seinen Willen durch Wahlen und Abstimmungen. Die Abstimmungen stehen sogar im Grundgesetz. Da liest man immer drüber. Das heißt, der demokratische Willensbildungsprozess entsteht durch Wahlen und Abstimmungen. Es steht im Grundgesetz. Aber die Abstimmungen werden immer überlesen. Das heißt, von dem, was uns im Grundgesetz versprochen ist seit 1949, wird nur die Hälfte eingehalten, die Wahlen. Die Abstimmungen, die drinstehen, die enthält man uns vor seit 1949. Das ist übrigens ein Grund, auch mit dem Grund, warum wir heute am 1.8., wenn wir auf die Straße gehen, um die Vollendung der Corona-Diktatur doch noch zu verhindern, dass man eben auch da natürlich den Schwerpunkt drauf legt, wir wollen endlich die Abstimmungen haben, die uns versprochen sind und die von den politischen Machthabern in diesem Lande uns bisher nicht zugestanden sind. Das ist übrigens ein ganz interessantes Argument, fällt mir gerade auf, mit denen man die Machthaber in unserem Land sehr wohl in die antidemokratische Ecke schieben kann und auch völlig zu Recht, weil sie uns die Abstimmungen verweigern. Ja, warum heißt der Verfassungsschutz eigentlich Verfassungsschutz, wo wir doch gar ein Grundgesetz haben? Wie gesagt, eigentlich müssten wir doch einen Grundgesetzschutz nennen. Ja, also wir wissen alle, wir kennen alle den schönen Karlauer, Falten, Zitronen, Falter, Zitronen, natürlich nicht.
Also schützt der Verfassungsschutz auch keine Verfassung. Das ist natürlich da schon mal. Wir haben ein Grundgesetz, wir haben keine Verfassung. Steht ja auch im Artikel 146 Grundgesetz, steht ja auch drin, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit verliert, wenn das deutsche Volk sich eine neue Verfassung gibt. Ich habe das mal anfragen lassen beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich habe es auf den ihren Briefbogen sogar gar bekommen. Weil Leute, die das fordern, tut mir immer die Reichsbürgerecke schieben, nicht die Bohnen. Ich habe auf dem Briefbogen des Verfassungsschutzes, dass es völlig grundgesetzkonform ist, eine deutsche Verfassung nach 146 Grundgesetz zu fordern. Ist das nicht geil? Ja? Und das ist das eine. Und der Verfassungsschutz schützt natürlich nicht die Verfassung. Das Wort Verfassungsschutz kommt mir auch selten über die Lippen. Ich rede von der Stasi 2.0. Natürlich, sagen wir mal, der Verfassungsschutz heute hat nicht ganz die Durchgriffsmöglichkeiten wie die Stasi 1.0. Also Sie können es nicht einfach einbrechen und die Wohnung durchsuchen. Aber der Verfassungsschutz kann veranlassen, dass das die Polizei für ihn erledigt. Mit irgendwelchen getürkten Durchsuchungsbefehlen von irgendwelchen abhängigen Richtern, die Karriere machen wollen. Also wenn man das dazu nimmt, ja, wie der Verfassungsschutz agieren kann, ist er fast schon auf Stasi-Niveau unterwegs. Und natürlich, die Stasi 2.0 schützt überhaupt nicht das Grundgesetz. Sondern die größten Grundgesetzbrecher sind die Regierenden. Die allergrößten Grundgesetzbrecher sind die politischen Machthaber in diesem Land. Ich nehme ein Beispiel. Als die Grenzen nicht geschlossen wurden 2015, was die grundgesetzliche Pflicht der Regierung gewesen wäre, hat die Regierung einen Staatsstreich begangen. Und einer hat sich getraut, das zu sagen. Damals, der Herr Drehofer, ne, der permanent seine Meinung dreht, eigentlich heißt er Seehofer, damals bayerischer Ministerpräsident, sprach von einer Herrschaft des Unrechts. Und ist er im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht? Nein. Wenn ich jetzt sage, ich habe es ja gerade gesagt, die Regierung hat einen Staatsstreich begangen, dann ist das A ein Faktum und B eh richtig. Und dann komme ich vielleicht jetzt im Verfassungsschutzbericht, weil ich das gesagt habe. Obwohl der Vorwurf Herrschaft des Unrechts genau das gleiche aussagt, nur mit anderen Worten. Also da sehen Sie, der sogenannte Verfassungsschutz, die faktische Stasi 2.0, ist nichts anderes als ein Geheimdienst, der die Machthaber davor schützen soll, ihre Macht zu verlieren und der deswegen gesetzestreue Bürger, die mit beiden Beinen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, wie Sie und ich, dass wir von dieser Organisation als angebliche Verfassungsfeinde verleumdet werden, was hinten und vorne gelogen ist. Okay. Gut, dann würde ich sagen, bereiten wir uns vor, auf die Demo zu gehen. Wie gesagt, die wichtigsten Fragen waren eigentlich geklärt. Wie gesagt, vielleicht besteht auch immer die Möglichkeit, nochmal ein zweites Gespräch zu führen. Wie gesagt, das war jetzt so auf die Schnelle mal schnell gemacht. Aber ich möchte Ihnen noch gerne ein Buch überreichen und weiß nicht, ob Sie das vielleicht schon kennen. Ich denke mal, wie gesagt, mit meinem Kanal wollte ich das so machen, dass ich da vielleicht jedem, den ich dort interviewe, dass ich derjenige bin, der da mal etwas verschenkt. Und wie gesagt. Ach, das ist ja nett. Also hier, gucken wir mal rein. Ja. Hans-Heinrich Dressler, Russen über Deutsche. Ich gucke mal, den kenne ich gar nicht. Ich kenne ja viele Bücher aus dieser Ecke. Ja. Und. Ja gut, ich meine, dass, wenn wir vielleicht doch nochmal zurückkommen, gerade zu Trump-Putin, wo ich gesagt habe, aber vergessen wir unseren eigenen Bismarck nicht. Wir müssen irgendwo schauen, wo wir unseren neuen Bismarck herbekommen. Und was schon so ist, dass die echten deutschen und russischen Interessen heutzutage wirtschaftlich wie politisch zu 99% deckungsgleich sind. Wogegen die deutschen und US-Interessen zum größten Teil nicht deckungsgleich sind, weder wirtschaftlich noch politisch. Das ist wahrscheinlich schon ein Grund, warum wir schauen sollten, dass wir uns aus dieser, ich nenne sie, tödlichen Westumklammerung lösen und das machen, was in unserem ureigensten deutschen Interesse ist. Im ureigensten deutschen Interesse ist Folgendes: dass wir diesen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok mit Leben erfüllen, gemeinsam mit den Russen. Und dass wir die völlig obsolete NATO, die ja wohl mehr ein Unterdrückungsinstrument gegenüber uns Deutschen ist, als dass sie uns vor irgendwem schützt, dass wir die durchaus mal drüber nachdenken sollten. Wir wissen ja, die hat er doch selber gesagt hier, der Lord, ich weiß nicht, wie er hieß, Ismay, glaube ich, was ist die NATO?
to keep the Americans in, also die Amerikaner in Europa halten, to keep the Russians out, die Russen draußen halten, und to keep the Germans down. Also die Gründer der NATO haben da nicht rumgelogen, wie es heute heißt, sondern die haben ganz klar gesagt, die NATO ist gegründet worden aus drei Gründen, und einer war, uns Deutsche unten zu halten. Und da wir doch endlich, glaube ich, mal souverän werden sollten, über 70 Jahre nach Kriegsende, ist es ganz wichtig, dass wir eine Sicherheitspolitik betreiben, die endlich mal in unserem Interesse liegt. Und da ist natürlich der präferierte Partner für uns so ganz klar Russland. Weil einfach aus den Interessen heraus, dass es sich, wenn das die amerikanischen, dass die deutschen Interessen sind, haben wir kleine Schnittmengen. Wenn das die deutschen, dass die russischen Interessen sind, da haben wir solche Schnittmengen. Also völlig klar, wer unser besserer Partner für eine Sicherheitsarchitektur in Europa ist. Alles klar. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Wie gesagt, auf das nächste Gespräch wartend und mit den besten Wünschen. Viel Spaß bei der Demo nachher. Danke, danke. Jetzt gehen wir schön kämpfen für die Freiheit, wie es sich gehört. Aber gesittet. Danke. Und mit Niveau. Und mit Mundschutz. Nö, ich nicht. Den Maulkorb setze ich nicht auf. Gut. Ich bedanke mich nochmal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.